Hallo und herzlich willkommen im Szenario Streusalzbomber. Willkommen zum dritten Teil vom Szenario. Hier ab Celle geht es auf die dritte und letzte Etappe nach Hannover-Nordstadt. Rüste die Lok auf mit der PZB Zugart M und warte auf Streckenfreigabe. Sollte das Signal vor dir gleich auf Fahrt schalten und danach sofort wieder auf Halt, bitte die Freigabe anfordern. Deine zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h und der liebe Lucky Gott wünscht uns eine gute Fahrt. Und damit ein weiteres Mal hallo und herzlich willkommen im Train Simulator. Wir sind heute unterwegs mit der Baureihe 156, Korrektur. Und hinten dran haben wir ein paar Wagen für witterungsempfindliche Güter, nämlich die TAMNS-Güterwagen, welche jetzt hier mit Streusalz eben befüllt sind. Und damit die nicht nass werden, haben die hier so eine schöne Plane oben drüber bekommen, damit sie eben vor Wind und Wetter geschützt werden. Ja, die Wagen können für sämtliche Stückgüter eigentlich auch eingesetzt werden, werden aber hauptsächlich eben für Schüttgut und andere, ja, lose Gütertransporte genutzt, sind so eine Art, ich würde mal schon sagen, Spezialwagen eigentlich, die man nicht allzu häufig antrifft. Aber als Streusalzbomber, da werden die natürlich definitiv ihrer Aufgabe gerecht und schützen auch das darin enthaltene Salz vor den Witterungseinflüssen. So, genug über die Wagen gelabert. Wir setzen uns direkt in die Lokomotive hinein und starten das Aufrüsten. Mit Shift B wird die Batterie aktiviert. Im nächsten Schritt knipsen wir uns den Luftpresser ein, auch Verdichter genannt. Und dann warten wir, bis im Hauptluftbehälter 10 Bar drin sind. Wir können aber mittlerweile eigentlich schon den Schumann nochmal auswählen. Dazu noch den Fahrtrichtungswender in die V-Stellung verlegen. Mit Shift und P den Stromnummer Nummer 1 wählen, weil wir haben hinten dran ja diese Planen oben drauf. Ich weiß nicht, ob die eventuell durch den Funkenflug beschädigt werden könnten und ich möchte es auch nicht ausprobieren. Deswegen Stromnummer Nummer 1. Im nächsten Schritt können wir den auch direkt heben und mit Shift 8 noch die PZB einschalten. So, der Bügel ist oben angekommen. Wir warten noch, bis die Fahrtradprüfung die 15 kV anzeigt. Das ist mittlerweile auch der Fall. Wir schalten uns den Hauptschalter hinzu. Und im PZB-Programm wählen wir bitte noch die mittlere Zugarte aus mit Steuerung und 8. Da können ja die PZB-Modi durchgeschaltet werden. Und dann passt das hier an dieser Stelle auch. Mit der Taste I knipsen wir uns die Instrumentenbeleuchtung ein und hier drüben schalten wir uns außerdem die Führerstandsbeleuchtung auch stark ein, damit wir hier drinnen alles ordentlich sehen können. So, der Hauptschalter ist drinnen, Strom nehmen wir so oben, Fahrtrichtungswende in Vorwärtsposition und die PZB-Zugart auf M eingestellt. Die drei Spitzenlichter noch aktivieren. Captrain zieht auch noch vorbei mit der 185. Zugbremse kann gelöst werden, Lokbremse wird bitte angezogen und die Handbremse, ja gut, Lokbremse können wir auch gleich lösen, die Handbremse wird im F4-Menü oder über die Raute-Taste, Neudeutsch Hashtag, auch noch an der Lokomotive gelöst. So, die Zugschlusstafeln, die hängen hoffentlich hinten dran, genau, und dann sind wir abfahrbereit. Genau, PZB ist an. Können wir hier oben auch übrigens nochmal einschalten. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ansonsten Lüfter und Automatiksteuerung bitte. So, Verdichter ist an. Trennschutz möchte ich jetzt nicht abfragen, auch nicht zurückstellen. Zugsmaschine, Zuglicht ist an. Reserve, blablabla. PZB an, SIFA. Gut, dann können wir los. Wir fahren bitte mit. Haha. Gut, es geht mit Achtungssignal aus dem Gleis raus. Dann fahren wir bitte über die Hilfssteuerung an. So, alle Bremsen sind gelöst. Zugkraft setzen wir mal so auf 20-30% und dann langsam mit der Hilfssteuerung die Leistung hochschalten. Ich werde auch heute versuchen, das Fahrzeug, nach Realitätsmaßstäben zu bedienen. Das ist gar nicht so schwer, wenn man allerdings wenn man allerdings nur auf die Anleitung im Train Simulator fokussiert ist, beziehungsweise auf die anderen 143er oder 156er hier in der Simulation, dann kann das hin und wieder so zu einigen Verwirrungen führen, aber ich möchte es heute versuchen oder ich möchte heute nach Möglichkeit das Fahrzeug realitätsgetreu bedienen. Was nämlich eigentlich auch gar nicht so schwer ist, wenn man einmal raus hat, wie das Fahrzeug fährt, beziehungsweise es in echt, schon live in Aktion gesehen hat.
Was auch bei der 156 nochmal, ja, bei mir mittlerweile schon der Fall ist. Die 156 ist ein echt tolles Fahrzeug. Mit den sechs Achsen und den sechs Fahrmotoren bringt sie eine ungeheure Zugkraft wirklich auf die Schienen. Und überhaupt das Fahrzeug in Realität mal erleben zu dürfen, das ist echt eine Ehre. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ist ein sehr tolles Fahrzeug und ja, macht echt Spaß, damit über die Schiene zu heizen. Und deswegen ist es auch heute so ein bisschen der Grund, wieso wir mit 156 auf Hamburg-Hannover unterwegs sind. Die Strecke ist übrigens wie immer auch nochmal über die Webseite unter www.thinknewflynew.de zu beziehen. Dort ist ein Affiliate-Link hinterlegt oder unten über die Videobeschreibung. Da ist auch nochmal der Games Planet Shop hinterlegt. Ja, jedenfalls zurück zum Fahrzeug. Die 156 ist ein echt tolles Gefährt. Die Steuerung ist eigentlich auch relativ einfach, sage ich jetzt mal, wenn man es raus hat. Die ist gar nicht so komplex wie eigentlich gedacht. Man muss sich nur ein bisschen mal mit den Fahrzeugen ausgiebig beschäftigen, beziehungsweise der Steuerung. Und ja, das hat man eigentlich innerhalb von, naja, 3 bis 5 Minuten drauf, wie das Fahrzeug genau zu bedienen ist, merkt man sich eigentlich relativ schnell. Vielleicht kurz nochmal, damit wir es dieses Mal wirklich genau haben. Wir versetzen den Geschwindigkeits-V-Sollsteller in diese Einschaltposition. Dafür haben wir hier unten nämlich auch 0 und 1. In der 1 können wir dann ohne den V-Sollsteller fahren. Der ist damit quasi komplett deaktiviert. Wenn wir jedoch noch eine Stellung nach vorne gehen, dann wird der V-Sollsteller aktiviert. Wollen wir jetzt an der Stelle nicht haben. Wir fahren jetzt erstmal mit der Hilfssteuerung. So, daneben Zug- und Bremskraftwähler, eigentlich auch selbsterklärend. Da wird halt die Zugkraft oder die Bremskraft in Prozenten angegeben. Also wir können damit nicht die Fahrstufen steuern, sondern nur indirekt vorgeben, wie viel eben im Automatikmodus dann ja, gebremst bzw. mit welcher Kraft eben beschleunigt werden soll. Die Fahrstufen selbst werden in der manuellen Steuerung, in der Stufe 1 hier, über die Hilfssteuerung hoch und runter geschalten. Und das Ganze auch problemlos. Ne? Wenn wir hier nach vorne drücken, können wir Fahrstufen aufschalten oder wahlweise nach vorne gedrückt halten. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Simulation auch klappt. Wir können es aber gleich mal ausprobieren. Ja, wenn wir es gedrückt halten, funktioniert es auch in der Simulation. Dann schaltet die Lokomotive auch die Fahrstufen nach oben. Und ja, wenn wir dann eben sagen würden, wir wollen meinetwegen über den V-Sollsteller jetzt fahren, dann bräuchten wir jetzt hier drüben einfach nur noch den V-Sollsteller, ja, sagen wir mal, was dürfen wir hier fahren? Bestimmt 100. Verlegen wir den auf 100 hoch. So, die Hilfssteuerung wird noch nicht deaktiviert. Erst dann, wenn das so einrastet und ja, hier für ein paar Sekunden verweilt. Und dann sehen wir, jetzt schaltet das Fahrwerk runter, das Schaltwerk im Hintergrund, weil eben die Zugkraft hier auf 30% gesetzt ist. Wir geben jetzt hier mal gut 50% an Zugkraft und dann sehen wir auch, schaltet die Lokomotive die Fahrstufen wieder hoch und nähert sich jetzt an die 100 km pro Stunde, ja, eben an. So, Fahrmotorlüfter sind ja aktiv, da dürften keine Störungen jetzt erstmal auftreten. Wir haben einen Frühlingstag erwischt. Da wird es auch noch nicht so heiß sein. Und ja, noch ganz wichtig, wenn wir eben die Lokomotive dann zum Beispiel irgendwie abbremsen müssen oder ja, eine Bremsung irgendwie einleiten müssen, dann können wir über die Taste F den sogenannten freien Auslauf aktivieren. So, ich wollte ganz kurz den Güterzug vorbeihuschen lassen. Den freien Auslauf aktivieren. Dabei läuft einfach das Schaltwerk runter auf 0 und wenn das in 0 angekommen ist, dann können wir wie bei jeder anderen ja, Bundesbahn, E-Lok auch, die Bremsung einleiten. Dann wird automatisch auch über das Führerbremsventil drüben elektrische Bremskraft mit aufgeschalten. Das funktioniert dann alles wunderbar. Die Sonderprogramme an der Stelle jetzt hier mal noch nicht berücksichtigt. Da gucken wir uns dann während der Fahrt gleich nochmal um. Ansonsten, ja, eine sehr schöne Lokomotive. Wenn man es einmal raus hat, eine sehr einfach auch zu bedienende Lokomotive. Man muss ein bisschen nachdenken, ja, aber gerade das macht das Fahrzeug eigentlich nochmal viel interessanter. So, und die Hilfssteuerung sollte jetzt hier, genau, in dem Modus, wenn der V-Sollsteller aktiv ist, nicht mehr verfügbar sein. Auch das Runterschalten der Fahrstufen wird hier nicht klappen. Das ist wie gesagt komplett deaktiviert. Ist auch in der Realität so, lässt sich dann da nicht drüber bedienen.
Genau, Zug- und Bremskraftwähler kann dann hier genutzt werden, um eben wahlweise auch mehr Zugkraft freizusetzen. Dabei immer schön darauf achten, dass die Maximalzugkraft oder das Oberstromlimit der Lokomotive nicht überschritten wird. Das finden wir hier oben in Ampere angegeben. Die Anzeige reicht am Ampermeter bis 1200 Ampere, die natürlich nicht voll ausgeschöpft werden sollten. Unter anderem auch der Fahrdrahtspannung oder der Fahrleitung oben zuliebe, denn da wird sicherlich auch ein Oberstromlimit geben. So, hier darf 200 gefahren werden, dann gehen wir mal bitte auf volle Zugkraft. Und was wir jetzt hier auch machen können, wir können den bedingten Auslauf mal aktivieren, damit das Schaltwerk gleich mal runterläuft. Wobei, nein, bedingter Auslauf, Korrektur. Der bedingte Auslauf würde uns dann was nützen. Das können wir jetzt gleich mal noch zeigen. Wir gehen jetzt mal in die 120 oben mit dem Fausersteller. Jetzt läuft er hoch und wenn wir jetzt den bedingten Auslauf aktivieren, dann sollte eigentlich, na, eigentlich laufen doch dann die Fahrstufen nicht bis durch. Na gut, dann mit der Taste F den freien Auslauf aktivieren. Jetzt läuft das Schaltwerk zurück. Wir dürfen ja nur 100 fahren. Und dann könnten wir, also Geschwindigkeits-V-Sausteller können wir schon bewegen, das ist kein Problem. Da wir jetzt keine Bremsung einleiten wollen, können wir hier mal den Modus nur fahren aktivieren. So, jetzt ist auch wieder die Lokomotive so weit aktiv, dass sie, wenn eben die Geschwindigkeit heruntergeht, automatisch beschleunigt und dann quasi selber Leistung aufschaltet. Also können jetzt mal ganz kurz, genau, jetzt sieht man es hier. Erste Fahrstufe hat sie gerade eingelegt, weil wir eben bei 98 km pro Stunde sind. Jetzt schaltet sie noch weiter hoch. Sie merkt, okay, wir brauchen mehr Zugkraft. Schaltet es auch hier unten frei. Kollegen mal kurz noch grüßen. Genau, Fahrstufe 5. Die versucht jetzt mit, ja, einer, ich sag mal, relativ einfachen Logik, aber dennoch bereits computergesteuert, die Fahrstufen eben, ja, so zu halten, dass das Fahrzeug ordentlich mit der vorgewünschten Geschwindigkeit übers Gleis fährt. Allerdings wird die Lokomotive im Modus nur fahren auf keinen Fall bremsen, also nicht selbsttätig, abgesehen von Zwangsbremsungen etc. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel den Modus nur Bremsen aktivieren, in welchen wir auch problemlos wechseln können während der Fahrt, dazu müssen wir auch nicht das Sonderprogramm löschen oder irgendwas. Die Programme können alle wahlweise eingeschaltet werden, also bedingter Auslauf wie nur Bremsen, wie nur Fahren, spielt keine Rolle, können wir alles durchwechseln. Und wenn wir hier links den Schalter nach unten ziehen, dann haben wir eben das Sonderprogramm gelöscht. Oder alle Sonderprogramme gelöscht. Es ist auch immer nur ein Sonderprogramm aktiv. Sollte man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Und ja, vielleicht ganz kurz zur Übersicht der Sonderprogramme. Hier links nach oben gedrückt haben wir den bedingten Auslauf. Nach links unten gezogen ist alle Sonderprogramme löschen. Wenn wir den rechten Schalter nach oben drücken, haben wir nur fahren. Drücken wir den rechten Schalter nach unten, haben wir nur bremsen. Die Sonderprogramme werden auch dann gelöscht, wenn wir den V-Sollsteller betätigen und ja, in eine andere Geschwindigkeitsstufe verlegen. Wir können das jetzt hier mal beispielhaft mit 90 km pro Stunde gleich ausprobieren. Dazu mal mit der Taste D in die 90 gewechselt. Ne? Zugkraft geht runter, Bremskraft geht hoch. Ich möchte jetzt hier aber nicht bremsen, deswegen ich mache im Modus nur fahren rein und dann bremst die Lokomotive auch nicht weiter runter. Auch wenn hier 90 angeschrieben steht. Wie gesagt, der Modus nur fahren ist aktiviert. Damit wird die Bremse, die elektrische Bremse, deaktiviert. Wir schalten wieder auf 100 hoch und damit werden alle Sonderprogramme automatisch wieder gelöscht. Die Lokomotive beschleunigt wieder. Ja, brauche ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu erzählen. Das Prinzip dahinter ist relativ einfach, wenn man es einmal verinnerlicht hat. Und mein Problem war immer halt lange Zeit, dass ich das Fahrzeug nicht in der Realität kannte. Dadurch halt auch nur die Handbücher wirklich im Train Simulator hatte. Es gab keine wirkliche Anleitung dazu, wie man die 143 gut fahren kann.
wo man das irgendwo in einem Video sehen konnte, oder ich hatte auch keinen Bekannten, der mir das hätte zeigen können, keinen Lokführer, der gesagt hat, hier 143er, komm, zeige ich dir mal so schnell. Das sind ja jetzt auch nicht unbedingt die Lokomotiven, die mittlerweile noch so viel im, ich sag mal, Plandienst unterwegs sind. Bei der DB im Großraum Dresden noch, da habe ich sie zum Glück auch letztens mal noch selbst in Aktion gesehen, und eben bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen, da sind sie wirklich im tagtäglichen Einsatz noch, was auch sehr schön ist. Aber eben bei der DB sind sie verschwunden, die Großzahlen der Lokomotiven sind abgestellt, stehen im Stillstandsmanagement oder liegen mittlerweile leider schon auf dem Schrottplatz. Und deswegen, wie gesagt, war das für mich nicht ganz so leicht, da irgendwie das genaue, ja, Funktionskonzept dahinter zu verstehen. Und ich muss auch zugeben, mit der 143, 156 hier, mit den Steuerungsmethoden habe ich mich nur ganz, ganz, ganz spät wirklich angefreundet. Erst als ich so ein bisschen, ja, die Leidenschaft auch für die Fahrzeuge entwickelt habe. Weil, wie gesagt, sie sind eben alt, sie machen Spaß. Ist keine einfache Drehstromlok, wo du den Hebel nach vorne legst und wieder zurückziehst. Ja, man muss hier ein bisschen nachdenken und das Fahrgefühl für die Lokomotive auch irgendwo entwickeln. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Und wenn man es einmal drauf hat mit den Loks, ja, wie gesagt, kein Problem. Sehr schönes Fahrzeug, sehr zuverlässige Fahrzeuge. Und dann macht das viel Freude. Grüß dich, Kollege. Ja, die Lokomotiven der 156er Reihe sind ja in einer Stückzahl von 4 Fahrzeugen gefertigt worden. Die Maschinen 801, 802 und 803 sind Stand 2021 Sommer bei der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft beheimatet. Und die vierte Lokomotive, die hat die MEG veräußert, nämlich aufgrund von, ja, finanzieller Knappheit. Die brauchten Geld und haben deswegen die Lokomotive an das Fahrzeugwerk in Karlsruhe veräußert, wo die Lokomotive auch, ja, im Einsatz ist. Das MEG-Logo wurde an diese Lokomotive abgelöst und ich habe die Lokomotive bei meiner Rückfahrt nach Berlin, war das letztens, im Bahnhof Halle gesehen. Und da stand eben FWK an der Seite dran und nicht mehr MEG. Ich dachte eigentlich, hui, endlich meine 156er, eine MEG-Maschine, die ich in echt sehen darf. Und nein, dann war es eine FWK-Maschine. Also, das hat sich mittlerweile geändert. Nicht mehr die MEG oder nicht mehr nur noch die MEG, sondern auch das Fahrzeugwerk Karsdorf hat jetzt Lokomotiven oder eine Lokomotive dieses Typs. Wobei auch jede Lokomotive der 156er Serie, oder es ist ja keine Serienproduktion, es sind ja Prototypen, wirklich jede 156er ist innen drin ein bisschen anders. Jede Lokomotive hat irgendwelche anderen Modifikationen. Ich bin mir jetzt auch gar nicht ganz sicher, ob die in Doppeltraktion fahren können. Aber ich denke schon. Die müssten in Doppeltraktion fahren können mit der Baureihe 143, 243, mit der 156 sowieso und mit der Baureihe 155, nämlich mit den Maschinen, die auf 143er Fahrpult umgerüstet wurden. Das ist auch nochmal so eine Besonderheit. Gibt leider im Train Simulator aktuell nicht solche Fahrzeuge. Aber das kannst du dir ganz einfach vorstellen, wie so ein Hochleistungscontainer, nur 155, eben, ja, mit Bedienelementen einer 156 zu 143. Und ja, die sind eben auch, ich sag jetzt mal, in dieses LEW-Konzept der 143er Serie mit eingereiht. Aber werden trotzdem regulär als 155 geführt. Sind aber anders zu bedienen. Eben nach genau diesem Schema hier. So, wir gucken mal ganz kurz in den Fahrplan rein, in unser Head-Up-Display. Hannover Nordstadt, Gleis 203 wird uns zugewiesen, in ca. 18 Kilometern. Das passt gut. Ja, die Lokomotive. Kurz zum Äußerlichen, hat 6 Achsen, hat 6 Fahrmotoren, jede Achse hat eine bekommen, oder jeder Radsatz. Die Achse wäre ja theoretisch, ja, eigentlich nur die Welle in der Mitte,
Der Radsatz macht es dann eben komplett. Also Lauffläche am Rad, Radreifen, das Rad selbst und in der Mitte die Verbindungsachse. Ja, an der Seite hier wahrscheinlich eine Fremdstromeinspeisung, könnte ich mir vorstellen, oder eine Stromabgabe. Weiß ich nicht, könnte eine Steckdose auch sein. Dann Sand wird hier vorne sein an den Behältern. Ja, befindet sich jeweils an jedem Drehgestell rechts und links. Oben drüber. Sehr schön auch hier oben die Dachaufbauten. Besonders Lüftergitter hier oben und so weiter. Sehr cool gemacht. Und allgemein die 156 gefällt mir sowieso. Bin ich ein riesen Fan von der Lokomotive mittlerweile. Echt tolles Fahrzeug. Auch die 143er hat sich so ja, in letzter Zeit echt beliebt bei mir gemacht. Wie gesagt, wenn man einmal das Bedienungskonzept raus hat, dann ist es kein Problem. Sind es wunderschöne Fahrzeuge. Bereiten viel Spaß, sowohl in der Simulation als auch in der Realität. Haben Top-Zugkräfte, sind einigen Neubauloks auch ja, aus meiner Sicht echt überlegen. Wenn sie auch teilweise ein bisschen störanfällig sind manchmal, aber ansonsten, es gibt eigentlich kaum Gründe, um an diesen Lokomotiven herumzumeckern. Das Einzige, was mittlerweile ein bisschen schwierig wird, ist die Ersatzteilbeschaffung. Wobei aber bei den 143ern immer mal noch irgendwo was rumkullert. Ob das in einem Betriebshof ist, irgendwo im Stillstandsmanagement, wo man sich da ja, Teile besorgen kann, indem man die eben ja, als Eisenbahnverkehrsunternehmen dann auch bei anderen Lokhaltern abkauft. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Da ist es dann schon wirklich schwieriger bei so einem Prototypen hier. Ne? Also da an Ersatzteile ranzukommen, stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor. Wobei aber eigentlich auch die Fahrmotoren, ich weiß nicht, die könnten dieselben sein wie bei der 143, weil die Lokomotive war ja auch als Serienlok konzipiert hier. Ist jedoch nicht in Serie gegangen, sollte aber größtenteils auf der Technik der Baureihe 143-243 basieren. Deswegen, es könnte sein, dass hier, oder es passen hier sehr, sehr viele Teile überein mit der 143, aber es muss nicht sein, dass die Fahrmotoren problemlos einfach ausgewechselt werden können. Das kann ich so nicht sagen. Ich tendiere aber dazu, zu meinen, dass die problemlos wechselbar sind. Aber ja, das wäre wahrscheinlich so das Einzige, was ich mir bei den Maschinen etwas schwierig vorstelle, weil dadurch, dass es eben keine Serienmaschinen sind, sondern Prototypen, könnte es wirklich etwas schwieriger ausfallen für diese Loks, ja, spezielle Ersatzteile zu bekommen. Oh, Störung der Fahrmotoren, die sind zu warm. Bitte mit geringerer Zugkraft fahren. Dauerzugkraft maximal 20 kN pro Fahrmotor. Kurzzeitige Zugkraft 40 kN pro Fahrmotor, das für maximal 15 Minuten. Anfahrtzugkraft 50 kN, maximal 2 Minuten. Alles klar. So, nehmen wir hier mal noch ganz kurz die Leistung vor allem runter. Ich hatte die nochmal hochgedrückt, weil es hier ein Stückchen in die Steigung ging. So, dann wird das Schaltwerk jetzt sowieso runtergelaufen sein. Müssen wir mal ganz kurz in Nullposition. Na, V-Sollsteller. Einmal abfallen, bitte. Danke. Und dann geht's wieder hoch auf die 100 mit der V-Sollstellung. Und da können wir dann weiter brausen. So, Zug- und Bremskraft runter. Und Hauptschalter wieder einschalten. Signale sind auch grün. Ja, gerade bei solchen Störungen dann immer schön darauf achten, dass da alles ordentlich verläuft. So, wir haben jetzt eine Dauerzugkraft von, naja, ungefähr 25 kN gerade. Aber unser Zug muss ja noch etwas beschleunigt werden. Ich hatte etwas zu stark runtergebremst.
Bei 78 km pro Stunde sind wir gerade. Höchstgeschwindigkeit des Zuges ist ja sowieso 100 und die können wir hier auch zwischen Hamburg und Hannover wirklich problemlos ausfahren. Sehr schön eben hier größtenteils. Und ich glaube, da vorne leuchtet schon was gelb für uns. Müssen wir gleich mal gucken. Belassen wir doch mal die Leistung ein Stückchen niedriger. Ja, ich setze jetzt hier mal den prozentualen Anteil der Bremskraft fast auf 0. Wobei, nein, wir dürfen... Ja, wir haben freie Fahrt. Also können wir auch hier die Leistung wieder hochdrehen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher wegen dem anderen gelben Licht, was ich hier gesehen hatte. Ich dachte mir, hey, das leuchtet doch bei uns am Gleis, also in Fahrtrichtung rechts. Und da hätte es gut möglich sein können, dass wir da eben ein gelbes Lämpchen vor die Nase gesetzt bekommen. So, ich versuche mich jetzt mal die 20 kN Zugkraft zu halten. Ja, wir müssen jetzt hier noch um 10 km pro Stunde beschleunigen. Und da vorne blinkt es auch schon. Da kommen die Geschwindigkeitsrestriktionen. Ja, aber nochmal ganz kurz, um auf diese Ersatzteilgeschichte zurückzukommen. Ein Großteil wird sicherlich noch vorhanden sein. Ist, denke ich mir, auch problemlos beschaffbar. Aber so besondere Teile, ja, wenn die kaputt gehen, da könnte es schwierig werden. Ich meine, in der Simulation ist es kein Problem. Da wird die Lokomotive keine Probleme verursachen. Auch hier auch sehr schön Schachbretttafel. Auch wenn das Signal eigentlich an der richtigen Stelle war, aber na gut. So, und mit 80. Ja, dann müssen wir weiter runterbremsen. Und zwar auf 70, weil wir in der mittleren Zugart unterwegs sind. Und jetzt sehen wir es auch nochmal hier drüben. Die Bremskraft steigt natürlich auch an. Weil wir eben auch die elektrische Widerstandsbremse hier bei der Lokomotive mit benutzen können. Es ist leider keine elektrische Nutzbremse, sonst hätten wir den Bremsstrom, der ja beim Abbremsen entsteht, problemlos wieder zurückspeisen können in die Oberleitung. Aber auf dem Stand der Technik war die Lokomotive damals leider noch nicht. Das wäre eigentlich dann noch so die Komplettierung des Fahrzeugs gewesen, wenn die auch noch Strom hätte zurückspeisen können. Das wäre sehr cool gewesen. Aber die führt das Ganze eben über Lüfter an die Umwelt wieder ab. So, und 80. Ja, wir sind jetzt bei 60 gelandet. Das geht auch. Möchte uns aber erstmal bitte befreien, dass wir dann die 70er-Grenze auch passieren können. Und dann stellen wir hier am V-Sollsteller einfach die 80 gleich ein. Ja, wenn er sich... Ah, der will gerade nicht. Der hat wieder mal einen Aussetzer. Aber das Schaltwerk ist ja sowieso abgelaufen und die Trennschütze waren draußen. So, 80, es blinkt weiterhin und das Ganze wird wieder quittiert. Damit bekommen wir automatisch wieder eine 70er-Beeinflussung und können uns damit eigentlich auch gleich auf die 70 festlegen. Ja. Beschleunigen wir mal so auf, ja, Pi mal Daumen 65. Dann nehmen wir hier die Leistung runter, bitte. Lassen das Schaltwerk damit zurücklaufen. Oder ach, wir können auch einfach den freien Auslauf aktivieren mit der Taste F. So, und dann können wir hier auch ruhig Zug und Bremskraft vorwählen. Die Lokomotive wird dann nicht dergleichen tun und nicht beschleunigen, aber auch nicht abbremsen. Da können wir sowieso gleich nochmal wechseln, wenn wir jetzt hier eh wieder freie Fahrt bekommen, ne? Und der Streckenabschnitt hier ja sollte, ach, mit 100 auf jeden Fall befahrbar sein. Mit Lunz noch mal ganz kurz. Genau, 120. Dann gib ihm, ne? Einmal befreien, bitte. So, hier oben. Ach ne, sind noch 80. Aber dann können wir die zumindest ausfahren. So, hier wird jetzt die Lokomotive wieder Zugkraft ausschalten, weil, wie gesagt, wir haben den V-Sollsteller bewegt und wenn wir den bewegen, ja, dann wird quasi der freie Auslauf wieder außer Kraft gesetzt und die Lokomotive verfällt, ja, zurück in den, ja, Leistungsmodus, nenne ich es jetzt mal. Ab dann schaltet sie eben wieder auf. So, da blinkt es weiterhin ganz freundlich.
Und damit geht's dann in Hannover Nordstadt gleich rein, ne? Einmal 60. Ja, freien Auslauf aktivieren. Fahrstufen laufen zurück. Das Schaltwerk begibt sich in die Neutralposition oder Ausgangsposition. Die 60 werden quittiert. Die Prüfgeschwindigkeit von 70 km pro Stunde wird auch gleich unterschritten. Na, hier leicht schon mal reinbremsen. So. Ich löse an der Stelle mal wieder aus. Den Rest machen wir nach Möglichkeit mit der elektrischen Bremse. Jetzt will ich wieder der Faustersteller nicht. So, 60. Und dann bitte nur Bremsen als Modus aktivieren. Und wir sehen hier drüben, die Bremskraft schnellt nach oben. Und ja, bremst den Zug auf 60 runter. So, wir werden jetzt das Signal wahrscheinlich einen kleinen Ticken noch schneller passieren. Mit meinetwegen 61, 62 km pro Stunde. Da wir sowieso Halt erwarten bekommen, können wir gleich die Tachonadel noch runterziehen auf die 20. So, dann bleibt die Bremskraft gleich oben. Halt erwarten, Weiterfahrt mit 60. Wir sind wachsam. Und das Signal sollte auch im normalen Bremsweg stehen. So, das Ganze gilt auch für die Bremskraft. Auch die können wir mit dem freien Auslauf wieder auf 0 zurücksetzen. Wobei es auch sein könnte, dass wir jetzt mit der Lokomotive eigentlich reinbremsen können. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Also ich würde trotzdem vorsichtshalber lieber den freien Auslauf aktivieren. Das machen wir auch jetzt schon mal. So, Trennschütze fallen ab im Hintergrund. Das war das Klacken. Dann begeben wir uns hier in die 1-Position. Und ziehen auch das dann runter auf 0. Weil wie gesagt, wenn wir hier drüben am Führerbremsventil ziehen, wird sowieso die elektrische Bremse mit aktiviert. Und ich glaube mal, dass wir jetzt hier in Hannover Nordstadt sowieso nicht noch beschleunigen müssen. Da können wir auch problemlos dann wirklich in das Abstellgleis reinrollen. Wenn der 500er dann noch kommt, ja, müssen wir eben unter 35, Korrektur. Hier kommt sowieso nochmal ein Vorsignal. Das war ja eben gerade ein Mehrabschnittssignal. Und das hier kann ja nur Fahrt oder Halt erwarten zeigen. Beziehungsweise KS1 in Kombination mit ZS3V. Wenn eins dran ist. Habe ich jetzt gar nicht genau geguckt. Aber ich glaube, da war eine feste Tafel dran. Also müsste es auch nur KS1 beziehungsweise KS2 anzeigen können. So, die 35 haben wir auch gleich. Und ja, der Zug, der bremst auch etwas schlechter. Sollte man vielleicht nochmal so ganz nebensächlich mit erwähnen, dass man da eben nicht irgendwo mal am Signal vorbeischießt. Und da kommen wir mit unserem Streusalzbomber hier in Hannover reingefahren. Der 500er, für uns überhaupt kein Problem. Wir sind sogar schon unter 25. Aber ich möchte auch die Bremse jetzt nicht nochmal auslösen. Das könnte so ganz gut passen. Ja, ansonsten, das sieht man jetzt bei der Lokomotive nicht. Aber hier vorne, in dieser vermeintlichen Ablage, das ist nicht nur eine einfache Ablage, da ist hier unten eigentlich nochmal in dieser Kante, die quasi jetzt von vorne nur einsehbar wäre, weil die wird ja hier nach hinten hin ein bisschen größer. Da befinden sich eigentlich bei den meisten 143ern oder auch bei der 156 müsste das der Fall sein, nochmal so kleine Kippschalter, wo man eben bestimmte Sachen steuern kann, die jetzt für den allgemeinen Fahrbetrieb draußen auf der Strecke jetzt nicht so relevant sind, wo man eben mal hingreift oder wo man eben mal was umschaltet, wenn man dann eben zum Beispiel in der Werkstatt ist etc. oder wenn man bestimmte Betriebe eben an der Lokomotive aktivieren bzw. deaktivieren möchte. So, in Hannover Nordstadt kommen wir zum Stehen im Gleis 203. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich beim Szenarioersteller Lucky God für dieses wirklich schöne Szenario. Andererseits bedanke ich mich bei dir für die tolle Fahrt gemeinsam mit dir und würde sagen, dass wir uns hoffentlich in allerspätestens 3 Tagen um 14 Uhr wiedersehen. Das Szenario hat mir echt viel Spaß gemacht. Die 156 werden wir auf jeden Fall noch einmal sehen. Nicht nur einmal, mehrere Male noch. Ist eine echt schöne Lok.
Und ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, wünsche allseits gute Fahrt. Nochmal die Erwähnung, dass die Strecke Hamburg-Hannover gibt es unten als Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Also da einfach mal auf die GamesPlanet-Seite gucken, ist alles verlinkt und dort eben oben in die Suchleiste dann eingeben. Und an der Stelle sage ich lieben Dank, beste Grüße an Lucky God und bis zum nächsten Mal. Dein Think New Fly New.